Los geht's. Wir kommen zusammen auf der Matte. Und dann schütteln wir erstmal die Last des heutigen Tages von uns. Einfach locker die Arme und Beine mal links und rechts ausschütteln. Ganz bewusst mal die Handgelenke auch mit reinnehmen, die Oberarme mit Unterarmen, mal die Schultern mit reinnehmen. Dann finden wir einen schulterbreiten Stand, schütteln weiter aus und kommen im Oberkörper tief, währenddessen wir weiterhin noch ausschütteln mit den Handgelenken, mit den Armen. Wir kommen ein bisschen tiefer in die Dehnung der Rückseite und aus dem Schütteln wird eine langsame Außenrotation der Handgelenke, sodass wir jetzt die Oberschenkelrückseite dehnen und die Handgelenke jeweils nach außen rotieren. Und mal nach innen rotieren, währenddessen wir bei jedem Ausatemzug ganz klein ein bisschen tiefer in die Dehnung kommen. Und dann so tief, dass ihr mit den Handgelenken die Fußgelenke berührt. Und dann kommen wir in die Hocke. Wir kommen tief in die Hocke und nehmen mal die Hüfte nach vorne, den Scheitel nach oben. Wir ziehen uns zur Zimmerdecke und watscheln hier von rechts nach links. Und heben und senken die Ferse. Genau, nachdem wir die Fußgelenke schon mal so ein bisschen warm gemacht haben, machen wir es jetzt mal ein bisschen intensiver warm. Und zwar möchte ich, dass ihr einfach im Raum mal ein bisschen rumwatschelt, wie so eine Ente. Und dabei könnt ihr einfach mal immer schön tief bleiben mit dem Popo. Dann könnt ihr nach vorne, zur Seite. Das muss nicht schön aussehen, das soll eher einfach die Fußgelenke aufwärmen in unterschiedlichen Bewegungsrichtungen. Gerne auch mal rückwärts. Wenn ihr genügend Platz habt, könnt ihr auch hier schon mal gerne mal die Augen schließen dabei und trotzdem die Balance halten. Denkt aber einfach daran, dass ihr einfach mal für 30 Sekunden jede einzelne Bewegungsrichtung macht. Ihr könnt einfach vor und zurück und dann einfach links und rechts. Genau, und bleibt dabei schön aufrecht. Für 10 Sekunden, 8, 7, 6, 5, gerne mal Augen schließen, 4, 3, 2, 1. Dann krabbeln wir nach vorne mit den Fingern, gehen auf die Handgelenke und auf die Kniegelenke und belasten einfach mal die Handgelenke, um die auch nochmal zu mobilisieren. Wir kommen nach vorne mit den Schultern, die Fingerspitzen zeigen nach vorne und wir dehnen die Arminnenseite, indem wir uns noch ein bisschen weiter nach vorne lehnen, den Blick einfach nach unten geführt und dann das Ganze einmal in Uhrzeigersinn rotieren mit den Schultern um den Handgelenke herum. Ich zeige es mal aus der seitlichen Perspektive. Und dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn. Und dann rotieren wir mal die Fingerspitzen nach außen, zeigen jeweils nach außen. Und dann watschen wir mit den Schultern rechts und links und belasten immer im Wechsel das rechte und das linke Handgelenk. Jeder Seite noch zweimal. Und dann rotieren wir die Fingerspitzen nach hinten zu den Knien. Spüren so eine Spannung auf der Arminnenseite. Und dann gehen wir ganz entspannt locker mit der Hüfte nach hinten, spüren die Dehnung auf der Innenseite. Und was wir jetzt machen, wenn wir eine angenehme Position gefunden haben, wo wir die Dehnung auf der Innenseite spüren, können wir mal die Fingerspitzen in den Boden reindrücken. Spürt ihr, wie die Dehnung dann noch weiter intensiviert wird? Versucht mal so ein bisschen Druck aufrecht zu halten. Und dann langsam aus der Dehnung raus. Geht nochmal mit den Fingern nach vorne. Und wir stellen uns bewusst mal auf die Fingerspitzen. Und belasten auch hier mal die Fingerspitzen, einfach indem wir mal rotieren von rechts nach links. Nur wenn es für euch angenehm ist. Wenn ihr merkt, das ist unangenehm für euch, dann könnt ihr natürlich die Hüfte ein bisschen weit nach hinten nehmen und weniger belasten. Wenn ihr merkt, das ist zu einfach, könnt ihr einfach noch weiter nach vorne lehnen. Und dann auch wieder im Wechsel rechte und linke Hand belasten. Dann gehen wir noch einmal auf den Handrücken. Das heißt, wir nehmen die Fingerspitzen zusammen, legen uns auf den Handrücken und
bringen hier so langsam Last drauf, indem wir uns weiter nach vorne lehnen. Dann haben wir einmal die Handgelenke komplett durchgeknetet, komplett warm gemacht für die nachfolgenden Belastungen. Wenn wir schon gerade in dieser Position sind, dann gehen wir nochmal auf die Handflächen. Und jetzt heben wir einfach nur die Knie und gehen den herabschauenden Hund. Das heißt, wir kommen einfach mit den Knie nach oben, drücken uns nach hinten durch in den herabschauenden Hund. Nehmen die Schultern tief, nehmen die Fersen tief, strecken die Beine durch. Und jetzt, wie auf der Stelle, als wollten wir einfach nur auf der Stelle gehen, beugen wir das rechte und das linke Bein im Wechsel, sodass wir jeweils immer das rechte oder das linke Bein einmal komplett durchstrecken, möglichst die Ferse weit Richtung Boden. Dabei ist trotzdem weiterhin der ganze Oberkörper tief, als würde uns jemand an die Schulter nach unten drücken wollen. Und dann treten wir quasi auf der Stelle rechts, links, Ferse tief, Ferse hoch. Und dann nehmen wir die Schultern nach vorne über die Handgelenke. Noch weiter darüber hinaus, lehnen uns nach vorne in den heraufschauenden Hund. Blicken nach oben. Entweder ihr seid weiterhin auf den Fußspitzen oder ihr könnt auch gerne einfach vorne auf den Spann ablegen und einmal nach oben blicken. Die Spannung und die Dehnung in der Frontseite spüren. Und dann gerne nochmal wieder auf die Fußspitzen. Kommen nochmal in den herabschauenden Hund. Beim nächsten Einatemzug nehmen wir das rechte Bein zwischen unsere Handgelenke und dann beim Ausatmen das andere Bein dazwischen und kommen langsam Wirbel nach oben. So weit nach oben, dass wir uns einmal in die Luft strecken, lang machen, uns richtig schön in die Länge ziehen. Und dann greifen wir nochmal zu den Sternen oder einfach nur an einem Tau hoch. Und greift jetzt mal nach vorne und greift zur Seite und das Ganze einmal im Kreis greifen. Das einmal komplett durchdehnen. Über die hintere Seite auf die linke Seite, in die links vorne Diagonale, komplett nach vorne. Und nochmal eine Rotation nach rechts vorne, nach rechts hinten, nach hinten, nach links hinten, links, vorne, Mitte, vorne. Und dann noch einmal groß und lang machen. Jetzt wollen wir ganz langsam bewegen, dass wir die Schulter mal nach hinten nehmen und die Arme dabei nach hinten. Langsam einmal die Schultern mobilisieren. Den kompletten Bewegungsradius mit reinnehmen. Für all diejenigen, die dazugekommen sein sollten. Für das heutige Training wäre es super, wenn ihr einen Stuhl dabei hättet. Zwei Getränkeflaschen oder zwei andere Gewichte und ein Handtuch. Denn wir steigen gleich mit den ersten Übungen mit dem Stuhl ein. Jetzt nimmt mal die Arme auf die Schulter, währenddessen ihr weiterhin nach außen rotiert und nach hinten. Noch für 3, 2, 1. Und einmal locker lassen. Okay, einmal ausschütteln. So, das soll es mit der Mobilisierung gewesen sein. Wir schnappen uns jetzt mal unseren Stuhl. So, im Idealfall habt ihr eine Lehne. Wenn ihr keine Lehne habt, dann ist es auch nicht arg zu wild. Dann müsst ihr gucken, ob ihr einfach ein bisschen tiefer greift. Wir fangen erstmal ganz, ganz einfach an. Und zwar haben wir ein Standbein und das andere Bein, was wir trainieren wollen. Okay? Ich komme mal in die erste Übung, indem wir aufs rechte Bein uns stellen. Wenn ihr wollt, macht ihr es mal mit. Also entweder setzt ihr hinten auf die Lehne oder wenn ihr merkt, ich habe keine Lehne, dann könnt ihr euch natürlich auch hier festhalten. Ich mache es mal der Einfachheit halber mit der Lehne. Okay. Das Standbein ist immer leicht gebeugt, das ist wichtig. Und jetzt nehmen wir mal das linke Bein nach oben. So weit nach oben, wie wir können. Dass wir in eine gerade Position kommen. Und damit wir noch ein bisschen höher kommen, können wir jetzt einmal unsere Arme ablegen. Und jetzt machen wir mal was hinten für die Gluteen, indem wir einfach immer kleine Impulse nach hinten setzen und nach oben mit dem Bein. Wir versuchen jetzt erstmal das linke Bein richtig platt zu machen, bevor wir dann zum rechten Bein rüber wechseln. Also Bein schön weit ausstrecken und mit ausgestreckten Beinen
wollen wir immer mit der Ferse oben zur Decke gehen. Wenn ihr es noch ein bisschen intensiver haben wollt und merkt, ach, easy going, geht ihr mit dem rechten Bein einmal vorne auf den Ballen, richtig schön strecken, dass die rechte Wade angespannt ist. Ich mache das einmal hier vor und dann immer noch hinten diese Impulse setzen. Wenn ihr es noch anstrengender haben wollt, könnt ihr immer nur im oberen Bereich diese Impulse setzen, wirklich nur immer so ganz, ganz kleine Mini-Steps, sodass wir gar nicht erst in die Entlastung kommen. Das Ganze noch für 20 Sekunden. Achtung, dass der Rücken gerade ist, die Beine durchgestreckt. Ihr solltet schon langsam auf der Oberschenkelrückseite spüren. Für 5, 4, 3, dann winkeln wir gleich das Bein an. 2, 1, anwinkeln. Und jetzt strecken wir die Ferse wieder oben zur Decke. Zack. Und wieder zurück. Zack. Und zur Decke. Wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen anstrengender haben wollt mit dem Standbein, könnt ihr gerne vorne auf die Fußspitzen gehen. Und immer schön, richtig schön nach oben strecken, gar nicht großartig die Entspannung reinkommen lassen, sondern immer im oberen Bereich, immer die Ferse Richtung Decke ziehen. Noch für 20 Sekunden. Ich glaube, ihr solltet es langsam spüren, wenn ihr es noch nicht spürt. Geht, wie gesagt, gerne auf die Fußspitze. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Strecken das Bein aus, tippen einmal nach hinten. Und dann machen wir einen großen Kreis auf die linke Seite und tippen auf die linke Seite. Wieder einen großen Kreis und tippen nach hinten, sodass wir quasi immer in so einem, naja, Viertelkreis uns bewegen, auf die linke Seite und nach hinten. Auf die linke Seite und nach hinten. Der Rücken bleibt gerade und ihr solltet die Beine außen und die Rückseite spüren. Mal für 30 Sekunden. Noch für 15. Bein schön oben halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal kurz locker lassen. Einmal gerne einmal auskrampeln, indem ihr einfach mal rechts und links tief nimmt. Okay, ich hoffe, ihr könnt noch. Und zwar gehen wir wieder ganz normal aufs rechte Bein. Und diesmal haben wir das linke Bein wieder angewinkelt. Und dann führen wir, wie so ein räudiger Hund, der zur Seite Gassi macht, das Knie angewinkelt, führen es vorne zum Ellenbogen und strecken es nach hinten komplett aus. Nach vorne, sodass wir es nur in einer horizontalen Ebene bewegen. Immer schön oben, vorne, hinten. Vorne und hinten. Jawohl. Spürt, wie die Abduktoren arbeiten müssen. Die Knie, schaut mal bei mir, sollten ungefähr auf Ebene des Fußes sein. Das heißt, sie sind nicht hier runter, sondern wir sind schon hier auf einer Ebene, sodass wir uns immer auf einer horizontalen Ebene bewegen. Mal für 20 Sekunden. Mal schön nach vorne und nach hinten. Wenn ihr es noch ein bisschen intensiver habt, wie gesagt, immer das Angebot, stellt euch rechts einfach auf die Fußspitzen für 5, 4, 3, 2, 1 und einmal locker lassen. Auch hier nochmal gerne ausschütteln. So, wechseln wir auf die andere Seite. Ich mache es einfach mal plakativ, indem ich den Stuhl auf die andere Seite nehme. Zack. So, wir fangen erstmal an, stellen uns aufs linke Bein. Und hier wieder entweder Ferse auf dem Boden, anstrengend nach vorne auf dem Bein. Dann kommen wir eine Etage tiefer, lehnen uns wieder nach vorne. Wenn ihr merkt, dass es unangenehm ist an den Ellenbogen, könnt ihr natürlich auch den Stuhl umdrehen und euch einfach hier unten festhalten. Das geht natürlich auch. Und jetzt nehmen wir immer mal die Ferse nach oben. Also wir wechseln die Seite, gleiches Spiel, los geht's. Beine sind komplett durchgestreckt, das ist wichtig an der ersten Übung. Genau.
Und wir gehen noch ein bisschen höher mit dem Bein. Noch höher, strecken die Ferse schön weit aus. Und bleiben gerne jetzt mal im oberen Drittel, sodass immer nur diese kleinen Impulse setzen. Und die Po-Muskulatur, komplette Beinrückseite hier ordentlich angespannt ist. Bei mir gab es die Tage einen ordentlichen Muskelkater. Ich denke, ihr werdet es morgen auch sicherlich spüren. Das ist mal eine ganz neue Muskelgruppe, die man einfach viel zu selten trainiert. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dann winkelt ihr gleich das Bein an. 2, 1 anwinkeln. Und auch hier wieder schön nach oben pushen. Immer schön wieder Ferse nach oben zur Zimmerdecke. Den Kopf gerade einfach nach unten blicken lassen. Und es gilt wieder, geht links gerne auf die Fußspitze. Dann solltet ihr langsam eure linke Wade spüren, wie diese arbeiten muss. Und geht mit dem rechten Bein gar nicht großartig so tief, sondern bleibt im Knie immer schön oben in der Luft, sodass ihr da immer kleine Impulse setzt und immer in der Anspannung bleibt. Gerne 90-Grad-Winkel im Bein, also zwischen der Oberschenkelrückseite und der Wade weiterhin behalten. Und das Bein noch ein bisschen höher pushen, noch ein bisschen höher zur Zimmerdecke. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bein durchstrecken, vorne auftippen und dann im Halbkreis auf die andere Seite gehen. Rechts auftippen, einmal im Halbkreis, hinten auftippen. Und dann wieder im Halbkreis auf die andere Seite. Genau. Kopf gerade halten. Jetzt nochmal weiteratmen. Keine Pressatmung. Und immer schön bis nach ganz oben pushen, dass ihr die Abduktoren spürt. Ich hoffe, ihr spürt sie schon. Ich spüre sie auf jeden Fall schon. Bin nach 20 Sekunden. Zwölf. Immer noch ein bisschen höher, höher, höher zur Zimmerdecke. Acht. Sieben. Sechs. Schön die Beine ausgestreckt lassen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und einmal ausschütteln. Einmal entspannt. Rechts, links. Belastung wechseln, Ferse heben, Ferse senken. Einmal ausschütteln, das, was euch gerade als angenehm empfunden wird. Dann haben wir noch eine letzte Übung. Ihr erinnert euch, nachdem wir kurze Pause gemacht haben, stellen wir uns nochmal aufs linke Bein. Gehen wieder tief im Oberkörper, nehmen das Knie im 90-Grad-Winkel und wie der Gassi gehende Hund ziehen wir das rechte Bein zum Ellenbogen, halten das Knie oben. Und wir sind hier in einer horizontalen Ebene unterwegs, strecken es komplett nach hinten durch und dann ziehen wir es wieder nach vorne und wieder zurück. Genau. Zieht das Bein noch ein bisschen höher, spürt, wie die Beinaußenseite sich anstrengen muss, um das Bein oben zu halten. Denn das ist genau die Muskulatur, die wir hier beanspruchen. Haltet das Bein oben, kommt Philipp hoch damit. Ihr habt noch 20 Sekunden. Ihr habt noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. Haltet durch, Knie ein bisschen höher. 2, 1 und locker lassen. So, jetzt trinkt eine Kleinigkeit. Schüttet einmal in Ruhe aus. Einmal locker machen. So, wenn wir den Stuhl schon mal da haben, dann nutzen wir ihn noch direkt auch. Wir machen mit dem nächsten Beinworkout weiter. Ich erkläre es einmal. Achtet, dass ihr einen stabilen Stand im Stuhl habt, dass er nicht wackelig ist, sondern dass ihr hier schön stabil steht. Und wenn das der Fall ist,
Dann möchte ich ganz gerne das einfach mal Treppensteigen machen. Okay? Das heißt, wir kommen nach oben, ziehen das linke Knie nach oben und kommen wieder runter. Wir können dabei die Arme immer entgegengesetzt mitführen. Links nach oben das Knie, die Arme gehen nach unten. Wenn wir das linke Knie tief haben, kommen wir den Arm nach oben. Okay? Also klassisches Treppensteigen. Immer auf der einen Seite, kommt wieder runter, kommt wieder nach oben und kommt wieder runter. Das in Kombination mit der Vorübung, die wir eben gemacht haben. Wir werden sich gleich die Gluteen schön freuen. Also schön Gas geben hier. Wenn ihr merkt, das klappt nicht so richtig, entweder weil ihr keine passende Zimmerdeckenhöhe habt oder sonst auch irgendwie, könnt ihr einfach auch nur anknien, einfach nur die Knie im Wechsel hochnehmen. Das ist auch in Ordnung. Aber ansonsten macht genau dieses Treppensteigen. Nimmt die Arme nach unten, wenn ihr mit dem Knie nach oben kommt. Und das Ganze kontrolliert und langsam geführt. Jawohl. Ansonsten gerne, wie gesagt, anknien. Nicht mehr lange. Wir haben noch 15 Sekunden. Durchhalten. Einen stabilen Stand. Wenn ihr merkt, es geht gar nicht mehr, weil ihr irgendwie eine Balance habt, macht einfach mit dem Anknien weiter. 5, 4, 3, 2, 1 und kurz ausschütteln. Okay. So, wer natürlich aufs rechte Bein geht, muss natürlich aufs linke Bein gehen. Das heißt, wir wechseln das Ganze. Auch hier nochmal, wenn wir tief sind, nehmen wir die Arme nach oben. Wenn wir nach oben kommen, dann nehmen wir die Arme nach unten, jetzt sollten wir uns irgendwie nach unten drücken, ziehen das Knie schön nach oben, kommen wieder runter, einmal kurz absetzen und kommen dann wieder nach oben. Eine Minute auf 3, 2, 1, los geht's. Gerne auch hier nochmal als zweite Übung, Alternative, nochmal schön anknien. Also im Anknien richtig schön die Knie nach oben ziehen und ansonsten den Bergsteiger. Findet schöne Balance. Immer schön Core-Spannung anhalten, immer aus dem Power heraus, aus dem Powerhouse heraus, immer die Balance halten. Möglichst wenig Ausgleichsbewegungen, drückt euch nach oben. Halbzeit, noch 30 Sekunden und zieht auch wirklich das rechte Knie schön nach oben, dass ihr einen ordentlichen Kniehub habt. Noch für 10, 9, zieht das Kino ein bisschen höher, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Genau, letzten Step noch machen und dann einmal ausschütteln. Wir kommen weiterhin auf den Stuhl, diesmal allerdings was für den Trizeps. Das heißt, seht das mal, geht mal zum Rücken, also mit dem Rücken zum Stuhl und nehmt mal die Hände hinten auf den Stuhl. Könnt euch erstmal hinsetzen, Beine ausstrecken und bei einem Dip, den wir jetzt hier machen, gehen wir einfach ein bisschen weiter vorne im Oberkörper. Und was wir machen wollen, ist, wir gehen die Ellenbogen, gehen nach hinten und der Popo sinkt. Wir beugen die Arme und strecken die Arme wieder. Wenn ihr merkt, das ist zu anstrengend, nehmt einfach einen Bein ab. Gestellt und macht einfach die Übung hier langsam und kontrolliert, ganz easy. Und wenn ihr merkt, auch das ist zu kompliziert, könnt ihr es gerne auch auf dem Boden machen. Ich zeige es euch mal von hinten. Dann könnt ihr die Übung hier mit einer kleineren Bewegung nach oben und nach unten pushen. Eine Minute, 3, 2, 1 und los geht's. Langsam und kontrolliert, aus dem Trizeps heraus nach oben pushen. Und wieder nach oben pushen. Wieder runter und hoch. Und wieder runter und hoch. Wir haben das Ganze noch 30 Sekunden. Ihr könnt immer auch eine Progressionsstufe runtergehen, indem ihr einfach ein Bein abstellt, kleinerer Hebel oder einfach beide Beine näher ranführt und damit auch einen kleineren Hebel habt. Denkt daran, dass ihr die Ellenbogen nach hinten führt und nicht nach außen. Die sollten schön eng am Körper anliegen.
Und dann gehen wir hoch, kontrolliert und kontrolliert wieder runter. Wir sollen langsam den Trizeps spüren für die letzten 12, 11, wenn ihr es hart haben wollt, bleibt für die letzten 10 mal tief. 8, 7, setzt kleine Pulse. 5, 4, 3, 2, 1. Und hoch mit euch. So, was machen die Arme? Könnt ihr noch einen zweiten Satz? Also nicht direkt, aber später. Daumen hoch für den zweiten Satz, Daumen runter für keinen zweiten Satz. Ja, Daumen runter, Daumen hoch, also halb, halb, ne? Eieiei, okay, gut, dann lassen wir das erstmal mit dem zweiten Satz und gehen in die nächste Übung. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesehen habe, Philipp, aber hast du da gerade die Hand vor die Kamera genommen? Ich glaube, ja, ne? Ja, ich habe es doch gesehen. Okay, immer wenn jemand die Hand vor die Kamera nimmt, heißt das ein Burpee für alle. Das heißt, legt den Stuhl ein bisschen zur Seite, brauchen wir gleich wieder. Es geht runter in den Burpee. Und weil es so schön ist, gebe ich nochmal drei hin drauf. Hep, hep, hep. Wir gehen runter, gerade in die Liegestütze. Alternativ pro Burpee drei Kniebeugen. Dann kommen wir in den Strecksprung. Insgesamt vier Stück an der Zahl. Ein von Philipp, drei von mir. Sauber kontrollierte Burpees. Die drei und die vier. Okay. So, ich habe nur zwei Übungen mit dem Stuhl. Die erste Übung ist nochmal für die Beine, ein bisschen kardiolastiger. Wir stellen wieder vor uns hin den Stuhl. Und was wir jetzt machen, ist, wir tippen immer nur die Stuhlkante an. Das heißt, im Wechsel sieht das Ganze so aus, im Gegenschwung der Arme. Tipp, tipp, tipp. Okay? Und das in eurer Geschwindigkeit. Also im Idealfall schon relativ schnell. Einmal antippen. Mal wechseln. Arme gehen im Wechselschwung mit. Linker Arm, rechte Knie. Linke Knie, rechter Arm. 3, 2, 1 und los geht's. Immer nur kurz abtippen. Müsst gleich nach oben steigen. Den Bergsteiger hatten wir eben schon. Und dann immer im Wechsel, möglichst schnell. Und wenn ihr merkt, es geht zu sehr auf die Knie, auch hier wieder einfach anknien. Einfache Variante. Ansonsten nimmt ihr immer richtig schön den Tipp nach oben. Jawohl. 35 Sekunden noch. Gibt alles. Noch für 20. Zwölf, elf, Endsprint. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kann man locker lassen. Okay. Tief durchatmen. Den Stuhl einmal an das eine Ende eures Platzes setzen, denn wir gehen einmal in den High Plank mit Hilfe des Stuhles. Letzte Übung mit dem Stuhl, danach kann er weg. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach nur in eine tiefe Position, die Füße auf den Stuhl und dann halten wir diese Position. Wenn ihr merkt, das ist zu anstrengend für euch, der Hebel ist zu groß, dann geht ihr einfach unten runter und haltet den normalen High Plank oder aber auf die Knie und haltet so die Plank, okay? 1 Minute, 10 Sekunden. Es geht los auf 3, 2, bleibt gerade, hängt nicht durch, 1. Und los geht's. Achtet dabei, dass die Hände unter den Schultern sind. Der Popo ist angespannt, als wollt ihr die Popobacken zusammenkneifen. Oberschenkelrückseite ist angespannt. Ihr blickt einfach nach unten. Und jetzt drückt ihr mal die Schulteraußenseiten nach unten. Von euch weg zum Boden hin. Und haltet weiter in die Balance. Achtet darauf, dass der Popo nicht zu hoch ist. Blickt nach unten und einfach halten. Ganze noch für 45 Sekunden. Gut aushalten. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, geht eine Etage tiefer. Und wenn ihr dann nicht mehr könnt, geht noch eine Etage tiefer. Und wenn ihr dann nicht mehr könnt, ja, dann könnt ihr eine kurze Pause machen. Für alle anderen noch 25 Sekunden. Durchhalten. Bisschen schwieriger könnt ihr das noch machen, indem ihr die Arme leicht beugt und somit noch ein bisschen tiefer geht. Den Trizeps ordentlich zum Anstrengen und Schweißtreiben bringen.
Für die letzten 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, nicht durchhängen, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Kommt nochmal hoch, schüttet aus und der Stuhl hat seinen Dienst erfüllt. Einmal nicht streicheln und dann zur Seite stellen. Den brauchen wir nicht mehr. Was wir allerdings brauchen, sind die Flaschen. Einmal natürlich zum Trinken und zum anderen als kleines Gewicht. Schnappt euch gerne die Flaschen, nehmt nochmal einen Schluck raus und dann starten wir mit der nächsten Übung. Wir gehen aufs linke Bein. Wenn ihr soweit seid, kommt einfach mit rein. Ansonsten trinkt gerade noch eine Kleinigkeit und dann nehmen wir das rechte Bein seitwärts. Und das rechte Bein erstmal isoliert. Heben, senken, heben, senken. Ihr merkt, wir machen heute ziemlich viel für die Beine, für die Abduktoren. Und dabei nehmen wir die Arme auseinander im Gleichschwung. Heben, senken, nicht komplett runterlassen. Heben, senken. Schön im Gleichschwung, sodass die Schultern angespannt sind. Wir nehmen hinten die Schulterblätter zusammen, nehmen die Schultern tief, spannen die Arme an, greifen richtig fest nach der Flasche, nach den Hanteln oder einmal nach dem Buchrücken. Und dann achte darauf, dass ihr nie wirklich in die Entspannung geht, sondern die Arme sind eigentlich die ganze Zeit oben. Jetzt quasi so kleine Impulse, sternförmig, im rechten Bein auseinander und wieder tief. Ihr habt noch 20 Sekunden auf der Seite. Haltet jetzt mal die Beine oben. Und jetzt nur ganz leichte Impulse. Ebenso mit den Armen. Schön oben bleiben. Für die letzten 10. 9. Direkt wieder einsetzen, Olli. 5. 4. 3. Noch ein bisschen höher pushen. 1. Und locker lassen. Gerne mal ausschütteln. Und dann machen wir uns bereit für die andere Seite. Diesmal stellen wir uns das rechte Bein, haben die Flaschen wieder in der Hand und starten erstmal langsam. Linke Bein ist ausgestreckt. Wir heben und senken gleichzeitig. Ist mal einfacher, wenn ihr das Standbein immer ganz leicht gebeugt habt. Dann kommt ihr nicht ins Hohlkreuz, habt mehr Balance und dadurch mehr Stabilität. Nehmt die Arme gar nicht so tief. Jawohl. Und jetzt tippen wir wirklich nur so ganz leicht mit der Fußspitze auf den Boden, berühren sie quasi kaum. Und für die letzten 30 Sekunden bleiben wir mit beiden jeweils höher, mit den Beinen und mit den Armen. Und auch hier setzen wir ganz leicht Impulse, halten weiter in die Balance. Wenn ihr merkt, das klappt gar nicht mehr, stellt euch einfach auf beide Beine und trainiert nur die Arme. Für die letzten 15. Bleibt ein bisschen höher mit den Beinen und mit den Armen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und locker lassen. Gerne mal ausschütteln. Einigung habe ich noch. Und zwar gehen wir mit dem rechten Bein nach vorne. Links habt ihr das Standbein. Also quasi vorne aufgetippt. Ich zeige es mal aus der Diagonalen. Quasi hier aufgetippt. Die Arme kommen nach vorne. Über Maßkrug halten. Und dann führen wir das rechte Bein nach hinten in einer Kreisbewegung. Wie so ein Zirkel. Halten die Balance hinten. Arme öffnen. Schulterblätter sind zusammen. Und dann schließen wir wieder. Fuß kommt nach vorne, Arme kommen nach vorne. Die Arme bleiben die ganze Zeit auf einer horizontalen Ebene. Und der Fuß, der schleift mir so ganz langsam über den Boden, über so eine Zirkelnadel, indem er einfach nur einen Halbkreis zeichnet. Und wenn das zu einfach für euch ist, könnt ihr zusätzlich noch die Augen schließen dabei.
Halte die Balance. Das rechte Bein ist die ganze Zeit angespannt, weil es ja die ganze Zeit in der Luft ist. Abduktoren, Beinrückseite, Beinfrontseite ist angespannt. Wenn ihr hinten seid, nehmt schön die Schulterblätter zusammen. Und wenn ihr vorne seid, achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz wandert, sondern schön aufrecht, stolze Brust. Der Bauch ist angespannt. Für die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Gerne nochmal ein Stück aus der Pulle nehmen. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Also es gilt, wir gehen aufs rechte Bein, gehen ganz leicht in die Kniebeuge. Ich zeige es auch nochmal aus der Diagonalen. Linke Bein geht nach vorne, einmal vorne auftippen. Und dann nehmen wir die Arme nach vorne. Und dann führen wir die Arme und die Beine gleichzeitig in jeweils Halbkreisbewegung nach hinten, halten die Balance. Die Arme bleiben schön oben und dann führen wir sie wieder nach vorne. Jetzt versuchen wir mal, dass wir mit dem linken Fuß gar nicht auf den Boden kommen, sondern immer so ganz leicht über den Boden streifen. Die Balance quasi mal zu halten. Abduktoren anspannen. Standbein leicht gebeugt. Wenn ihr mit den Armen nach hinten kommt, Schultern schön anspannen, einmal hinten squeezen, Schultern tief, Brust öffnen und das Ganze noch für 35 Sekunden. Macht den Kreis schön weit mit den Beinen, die Arme sind schön weit ausgestreckt. Wenn ihr einen großen Hebel habt, gar nicht großartig, beugen die Arme. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, das war's mit den Standübungen. Legt die Flasche gerne mal zur Seite, neben die Matte. Können wir die nachher nochmal nutzen. Ich würde sagen, lass uns auch mal kurz die Schultern mobilisieren. Die haben es verdient. Dafür schnappen wir uns das Handtuch. Und diejenigen, die regelmäßig bei mir sind, die wissen, was jetzt kommt. Eine schöne Mobilisierungsübung für die Arme. Nehmen wir das Handtuch schön weit greifen, über unserem Kopf. Gerne mal ein bisschen Schweiß aus dem Gesicht abputzen. Und dann nach oben weit ausstrecken, Schultern tief. Und dann mobilisieren wir, indem wir einfach mal die Arme nach vorne führen und einmal mit gestreckten Armen nach hinten führen. Die Arme sollten gestreckt bleiben. Wenn ihr merkt, dass ihr sie beugt, dann fasst das Handtuch einfach mal diagonal und ein bisschen weiter. Dann könnt ihr nämlich weiterhin mit ausgestreckten Armen arbeiten. Das Schöne ist, die Schultern werden hier mobilisiert. In jeder einzelnen Winkelstellung. Und wenn das zu einfach für euch ist, könnt ihr natürlich versuchen, im Laufe des Prozesses das Handtuch ein bisschen enger zu greifen, sodass die Schultern noch mehr mobilisiert werden. Sehr gut. Noch zwei Wiederholungen. Und dann bleibt ihr gleich mit dem Armen oben nach der zweiten Wiederholung. Und zieht das Handtuch mal ganz weit auseinander. Schön Spannung drauf geben, leicht in die Kniebeuge gehen. Und dann Spannung auf dem Handtuch ausführen. Wenn ihr merkt, dass es irgendwie zu weit für euch gegriffen, könnt ihr es einfach ein bisschen enger greifen. Und dann dadurch weiter in Spannung ausführen. Und dann die Schultern nach hinten, Schultern tief. Und jetzt mal ordentlich auseinanderdrücken. Wenn sie weit auseinanderdrücken, ich zeige es mal aus dem Profil, schön gestreckt die Arme nach vorne und oben, führen wir sie langsam vor den Körper, spann weiterhin hinten die Schulterpartie an, bring die Schulterblätter hinten zusammen, zieh die Hände auseinander, ziehen sie weit auseinander und dann kommen wir nach oben. Noch mehr Spannung drauf geben und dann wieder tief. 20 Sekunden. Geht nicht sehr ins Hohlkreuz, geht ganz leicht in die Kniebeuge. Spannt dafür umso mehr die Arme an, die nach außen drücken. Noch doller. Die letzten 10,
Neun. Bringt noch mehr Spannung aufs Handtuch. Sollt ihr fast zerreißen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und locker lassen. Einmal ausschütteln. Eine Übung haben wir noch fürs Handtuch, indem ihr von unten greift. Ellenbogen nah am Körper, 90 Grad Winkel. Ellenbogen schön in den Rippenbogen reindrücken, also nach innen drücken. Das Handtuch könnt ihr so ungefähr 40 cm auseinandernehmen. Und jetzt, währenddessen ihr die Schultern tief habt, die Ellenbogen nah am Körper, zieht ihr die Hände auseinander. Schön weit auseinanderziehen. Ich zeige es von der Seite. Und wenn ihr hier eine Spannung drauf habt, gehen wir auch hier in eine Hebe- und eine Senkbewegung, indem wir den Bizeps curlen, also einmal hochziehen. Dabei ist wichtig, wir wollen natürlich nicht gegen die Schwerkraft arbeiten, sondern wir wollen gegen den Zug des Handtuchs arbeiten. Das ist wichtig. Also zieht immer schön weit auseinander, merkt, dass die Schulterpartie angespannt ist. Nimmt die Schultern tief, nimmt die Schulterblätter hinten zusammen und zieht kräftig auseinander. Noch kräftiger. Richtig schön Spannung aufs Handtuch bringen. Noch 20 Sekunden habt ihr. Die letzten 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nochmal schön auseinanderziehen. 5, alles geben. 3, Endsprint. 2, 1 und locker lassen. Oh, einmal ausschütteln. Okay. Handtuch einfach beiseite legen. Nehmt das Handtuch irgendwo, dass ihr es in greifbarer Nähe habt. Ich hoffe, die Handgelenke sind noch warm. Wenn ihr wollt, trinkt noch mal eine Kleinigkeit. Und jetzt gehen wir langsam in die Bodenübung. Da ist das Trinken meist nicht ganz so einfach. Und dann stellen wir uns ans Ende der Matte mit dem Blick zur Matte, sodass wir die Matte vor uns ausgestreckt sehen. Und dann kommen wir langsam mit den Händen nach unten und wandern mit den Händen, mit den Fingerspitzen nach vorne in den High Plank. So, wenn ihr den High Plank erreicht habt, kontrolliert einmal die Position. Achtet darauf, dass die Hüfte nicht zu hoch ist, die äußere Schulterpartie nach unten geht. Und dann in einer Geraden seid, dann drehen wir die Schultern im Uhrzeigersinn um unsere Handgelenke, also im Kreis, nach vorne, rechts tief, links, oben, rechts tief, links und so weiter. Langsame, kontrollierte Bewegungen. Spannt schön die Schultermuskulatur an, indem ihr die Schulteraußenseiten nach unten drückt. Auch hier gilt, wenn ihr so ein bisschen Anstrengung haben wollt, könnt ihr die Arme leicht beugen. Und so habt ihr noch mehr Druck auf die Brustmuskulatur, auf den Trizeps. Und dann rotiert mal für die letzten 20 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn. Für die letzten 12, 11. Schön nach unten blicken. Popo anspannen. Pobacken zusammenkneifen. 5, 4, 3, 2, 1. Knie absetzen. Tief gehen mit der Hüfte, Hände vorne ausstrecken und einmal die Schultern entlasten in der Child Pose. Könnt gerne mal die Schultern tief nehmen im Wechsel, Dehnung intensivieren. Und dann kommen wir nur mit der Hüfte nach oben in den Vierfüßlerstand. Das quasi nur die Hüfte nach oben nehmen. Ihr habt den Vierfüßlerstand erreicht. Und jetzt nehmen wir die Knie nach oben, wir stehen weiterhin auf den Fußspitzen und halten diese Position. Und jetzt bewegen wir uns mal im Raum, indem wir schön tief bleiben mit den Knien und wirklich immer nach vorne, zurück, seitwärts sich bewegen. Aber nicht das hier, sondern die Knie sollten schön tief bleiben. Und wir halten diese Anspannung in ganz leichten Schritten. Könnt auch gerne mal um die eigene Achse euch drehen. Und euch ein bisschen bewegen für eine Minute, die Anspannung halten. Genau. Achtung, dass der Rücken gerade bleibt, die Knie schön tief bleiben. Die Knie sollten im Idealfall möglichst weit unter der Hüfte bleiben, die Hände möglichst weit unter der Schulterpartie.
Und euch dann munter bewegen. Macht die Bewegung gar nicht so groß. Legt euch mal seitwärts, schräg und so weiter. Für 20 Sekunden. Für 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knie absetzen, die Arme nach hinten nehmen und nochmal entspannen. Eine tiefe Position. Diesmal könnt ihr die Arme nach hinten führen und ganz entspannt einmal liegen. Strecken wir die Arme nach vorne aus. Stellen unsere Fußspitzen auf. Knie sind weiterhin auf dem Boden. Die Hände drücken in den Boden rein. Und jetzt erheben wir nur die Knie. Beine sind gebeugt. Wir kommen nach oben in die Streckung der Beine, in den High Plank, über die Liegestütze. Kommen wieder hoch, beugen die Beine. Kommen tief, soweit, dass die Hüfte fast auf die Fersen aufsetzt. Dann kommen wir wieder nach vorne. In die Liegestütze, langsam und kontrolliert. Wenn ihr merkt, es geht nicht, geht einfach gerne auf die Knie runter. Dann habt ihr einen kleineren Hebel, genau das gleiche. Und dann bleibt ihr hier gerade im Oberkörper bei der Liegestütze und beugt nach hinten. Oder wie gesagt, gerne mit erhobenen Knien, mit einem größeren Hebel in die Liegestütze. Noch 30 Sekunden. Wenn ihr merkt, es klappt nicht mit der Liegestütze, nehmt die Knie auf den Boden, gar kein Problem. Achtet eher darauf, dass die Übung sauber und kontrolliert ist. Ich mache es noch mit den Knien vor. Nehmt die Knie runter, wenn ihr wollt. Und dann geht langsam und kontrolliert in die Liegestütze rein. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dann können wir bei der letzten Liegestütze einfach tief bleiben. 2, 1. Und tief bleiben. Nehmen wir die Bauchposition ein und atmen erstmal tief ein und aus. Entspannen kurz, strecken die Arme und Beine weit aus und dehnen uns und ziehen uns nochmal über die Diagonale lang. Wir merken uns die Länge, die wir gerade haben und gehen mit den Fersen in die Luft und mit den Daumen in die Luft. Die Schultern sind weiterhin tief, also tief in Form von, dass wir die Schultern nicht nach oben zu den Ohren ziehen, sondern schön nach unten. Und jetzt hacken wir mit den Armen und mit den Beinen im Wechselschwung. Blick nach unten, die Daumen nach oben ziehen, die Fersen nach oben ziehen, wir hacken. Einen schönen Blick nach unten nehmen, normale Atmung, keine Pressatmung. Schön locker, flockig weiteratmen. Und dann immer noch mal kurz ermahnen, die Daumen ein bisschen höher zu nehmen, den Blick weiterhin tief zu haben, die Fersen ein bisschen höher zu nehmen, sodass die Schulterpartie, komplette Rückenmuskulatur, die Po-Muskulatur, die Oberschenkelrückenseite komplett angespannt ist. Für 15 Sekunden. Für die letzten 10. Arme weiter ausstrecken, Blick nach unten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Arme ablegen, Beine ablegen, einmal tief durchatmen und einmal entspannen, bevor wir zur nächsten Übung gehen. Die nächste Übung ist angeknüpft an die erste. Wir nehmen wieder die Beine in die Luft, wieder paddelnd. Und diesmal nehmen wir den rechten Arm nach vorne, linken Arm nach hinten, schön in die Streckung gehen. Jetzt wollt ihr jeweils was von euch wegdrücken, dann wechseln wir die Seite, nehmen den linken Arm, strecken nach vorne, rechten Arm nach hinten und wieder zurück. Das Ganze im Wechsel könnt ihr euch vorstellen, als würdet ihr kraulen und immer schön maximal nach vorne greifen und nach hinten greifen, als wolltet ihr ganz weit vorne ins Wasser eintauchen und hinten das Wasser ganz weit von euch wegdrücken.
Die Ferse noch ein bisschen höher nehmen. Und die Arme auch noch ein bisschen höher, sodass ihr noch mehr Vorspannung habt. Die Po-Muskulatur ist angespannt. Die Oberschenkelrückseite ist angespannt. Kommt gerade auf die Geschwindigkeit an. Immer schön wechseln. Rechts und links. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr keine Pressatmung habt und gerne die Ferse noch ein bisschen höher nehmen. Dann merkt ihr, wie die Po-Muskulatur, die Oberschenkelrückseite noch weiter aktiviert wird. Den Blick nach unten nehmen. Für die letzten 10, 9, 8, weitermachen, 5, 4, dann lasst ihr die Arme vorne, 2, 1, weit vorne, 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 oben halten, oben halten, oben halten, rechte Bein nach oben, linke Arm nach oben, über die Diagonale ziehen, wieder runter. Rechte Arm nach oben, linke Bein nach oben, über die Diagonale ziehen und wieder runter. Und das Ganze im Wechsel. Come on, nochmal Endsprint, insgesamt eine Minute, dann haben wir diese Rückenübung hinter uns. Das waren 3 anstrengende Übungen. Zieht die Fersen und die Daumen nach oben, immer über die Diagonale. Der Rücken ist angespannt. Sehr gut. Und jetzt halten wir mal oben kurz in der obersten Position. Richtig schön anspannen, Arme weit ausstrecken und dann auf die andere Seite. Auch hier wieder schön oben halten, Fersen nach oben ziehen, Daumen nach oben ziehen und wieder locker lassen. Ganz noch 20 Sekunden. Halte durch, Zehen zusammenbeißen, für die letzten 12, 11, Blick nach unten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Mal die Hüfte entspannen, die Rückenmuskulatur entspannen, die Schultermuskulatur entspannen, ganz locker lassen. Und die Fußspitzen könnt ihr schon mal aufstellen. Dann gehen wir mit den Händen unter die Brust. Drücken uns nach oben in den herabschauenden Hund. Drücken uns nach oben, nach hinten. Und entspannen hier nochmal kurz. Gehen nochmal in so eine ganz leichte Tretbewegung. Entspannen die Rückenmuskulatur. Entspannen die Wadenmuskulatur. Geben wir auch gleichzeitig immer ein bisschen Druck auf die Wadenmuskulatur. Und dann kommen wir mit den Füßen nach vorne. Wieder, dass wir mit den Füßen zwischen den Händen sind. Und diesmal lassen wir uns einfach nach hinten plumpsen und wechseln quasi die Position in die Rückenlage. So, Rückenlage. Meine Uhr sagt mir, wir haben es 10 nach. Das heißt, wir haben noch Übung 2. 2x eine Minute und dann machen wir einen Cooldown. Dafür würde ich sagen, starten wir als allererstes, indem wir in die Rückenlage gehen, Beine weit ausstrecken, erst in Position halten und wir starten mit einer Hollow Body Position, indem wir die Arme nach vorne ausstrecken, den Rücken weiter nach hinten nehmen. Und jetzt machen wir so ganz leichte Kippbewegungen nach vorne und nach hinten, sodass der Bauch die ganze Zeit angespannt ist und dieser Impuls wirklich nur minimal ist. Beine möglichst weit ausstrecken und jetzt paddeln wir zusätzlich mit dem Bein, währenddessen wir diese kleinen Kippbewegungen machen, links und rechts heben und senken, währenddessen wir weiterhin wie so ein kleines Schiff auf dem Ocean, das immer schon von den Wellen nach vorne und nach hinten getrieben wird, trotzdem immer schön stabil bleibt im Oberkörper. Kontrolliert, wenn ihr merkt, es ist zu anstrengend, könnt ihr euch einfach weit nach vorne lehnen, die Beine kurz ein bisschen anwinkeln und hier die Übung machen, auch vollkommen in Ordnung. Ansonsten Beine weit ausstrecken und wir diese ganz leichten Impulse nach vorne und nach hinten setzen und dabei im Wechsel die Beine paddeln lassen. Nimm nur die Schulterblätter hinten zusammen für die letzten 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hinsetzen. Kurz durchatmen. Ich habe euch noch eine letzte Übung versprochen. Die letzte Übung wird der Russian Twist sein. Also auch nochmal eine Bauchübung, insbesondere kombiniert mit einer schrägen Bauchmuskulaturübung. Wir gehen wieder mit den Beinen
nach oben, leicht angewinkelt, die Hände gehen zur Seite, alle 10 Finger auf die rechte Seite, wechseln auf die linke Seite und das Ganze im Wechsel, die Beine bleiben in der Luft, indem wir immer den Oberkörper links und rechts zur Seite führen und möglichst weit die Hände auf die Seite führen, sodass wir einen schönen Twist im Oberkörper haben. Los geht's. Eine Minute, letzte Übung, Power Finisher. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr seid noch nicht ausgepowert, gebt noch ein bisschen Gas. Geht noch ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper, sodass der Bauch noch ein bisschen mehr arbeiten muss. Noch 40 Sekunden. Endsprint. Nehmt schön den ganzen Oberkörper mit. Richtig Schulter mit reinnehmen. Als wollt ihr wirklich über die Seite blicken. Besser. 20 Sekunden noch. Gebt jetzt mal richtig Gas. Endsprint. Ganz schnell. So schnell wie ihr könnt. Rechts, links. Die letzten 12. 11. Noch schneller. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und legt euch auf den Rücken, entspannt eine Runde. Einmal locker lassen. Beine könnt ihr gerne einmal aufstellen und den Rücken auf den Boden legen und einmal zu Atem kommen. Währenddessen ihr zu Atem kommt, kippt gerne mal die Beine, währenddessen sie aufgestellt sind, auf die rechte Seite rüber, wie so ein Scheibenwischer, und dann wechselt auf die linke Seite rüber. Und dann wechselt nochmal jede Seite dreimal. Mal ganz entspannt kippen. Dann zieht ihr die Knie einmal an. Macht euch klein. Wie so ein kleines Paket. Macht euch noch kleiner. Und gönnt euch eine kleine Rückenmassage, indem ihr von vorne nach hinten wackelt. Und gerne mal von rechts nach links. Halt dabei die Balance. Zieht die Knie noch ein bisschen näher ran. Und dann streckt nochmal das rechte Bein aus. Das linke Bein bleibt im 90-Grad-Winkel oben. Wir ziehen es auf die rechte Seite rüber, legen es dort ab und blicken auf die linke Seite rüber. Der linke Arm streckt auf die linke Seite aus und wir blicken in unsere linke Handfläche rein. Und das linke Bein geht immer tiefer zum Boden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem rechten Arm nochmal nachhelfen, um das linke Bein nach unten zu drücken. Wir spüren den Twist im Oberkörper. Gehen bei jedem Ausatemzug ein ganz klein bisschen tiefer in die Dehnung rein und kommen beim nächsten Einatemzug wieder in die neutrale Position und wechseln die Seite. Das linke Bein ausstrecken, rechte Bein anwinkeln. Das rechte Bein zieht auf die linke Seite rüber und wir gucken auf die rechte Seite, über unsere rechte Schulter, in unsere rechte Handfläche rein, spüren noch jeden Twist und ziehen gerne mit dem linken Arm das rechte Knie tief. Auch nochmal hier bei jedem Ausatmen so ein bisschen tiefer in die Dehnung gehen. Und beim nächsten Einatemzug kommen wir wieder in die neutrale Position. Atmen einmal tief aus und ein. Und machen mal ein kleines Shavasana. Nimm die Arme seitwärts von unserem Körper, Handflächen nach oben. Schließen mal die Augen. Und atmen ganz tief ein und aus. Lassen jede einzelne Muskelgruppe locker. Spüren nochmal in unseren Körper rein und gönnen uns jetzt nochmal 30 Sekunden ganz entspannt, indem wir an jede einzelne Muskelgruppe einmal denken, die wir heute beansprucht haben. Wir denken an die Finger, die Handgelenke, die Unterarme, Bizeps und Trizeps, die Schultern, Brustmuskulatur, den Bauch, den Rücken, die Beine. Wenn wir alles einmal durchgespürt haben, kommen wir langsam nach oben,
Im tiefen Einatmenzug. Und bedanken uns für das Training. Und dann war es das für heute. Vielen lieben Dank fürs Training. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch richtig gut ausgepowert. Und wenn ihr noch Fragen habt, bleibt gerne in der Leitung. Ansonsten sage ich, bleibt gesund und munter.